ist noch heute beeindruckend. So we're walking through. Wir gehen jetzt durch das Löwentor. Diese imposanten Löwen beschützen das Tor und sind gleichzeitig eine Demonstration der Macht. Einige Historiker vermuten, Völkern im Norden könnte es um 1200 vor Christus gelungen sein, Eisen zu schmieden. Während Zinn zur Bronzeherstellung schwer zu beschaffen ist, findet man Eisenerz fast überall. Mit Eisen lassen sich schärfere und robustere Waffen schmieden. Wäre es denkbar, dass Eisen und auch die einzelnen Arbeitsschritte sind aufwendiger als bei Bronze. Das ist, was wir wollen. Hier ist aber noch Schlacke dran. Deshalb klopfen wir jetzt vorsichtig mit dem Hammer darauf. Das Eisen verbindet sich und die Schlacke fällt ab. Das ist sehr arbeits- und energieintensiv, sehr materialintensiv und vor allem anstrengend. Aber der Aufwand wird belohnt. Mit so etwas, einem Eisenschwert. Zuvor über Jahrhunderte fruchtbar ist und weltweit führend in der Bewässerung von Feldern. Neueste Forschungen lassen eine Art Megadürre vor 3000 Jahren erkennen, die über vier Zeitalter beenden. Am Ende steht die Apokalypse der Bronzezeit.